Saptarshi-Stellung, auch Saptarishi-Asana genannt, auch Saptarshi-Asana genannt, ist die Stellung der sieben Rishis, der sieben Weisen. Im Buch von Garota wird es wie folgt beschrieben und Fabian macht die ersten Schritte davon. Setze dich gerade hin und dann hebe die Beine hoch und gib jeden Fuß in die Achselhöhle. Fabian zeigt es erst mal mit dem einen Fuß. Wenn du kannst, dann noch den zweiten Fuß in die andere Achselhöhle hineingeben. Und dann falte die Hände über dem Kopf, wobei die Knie unten sind. Praktiziere dabei Nasenschau, also schaue zur Nasenspitze. Alternativ probiere erst eine Seite, das ist Ardha Saptarshi Asana, also einen Fuß in die Achselhöhle, Knie so weit wie möglich auf dem Boden, die gleichseitige Hand auf dem Boden und die andere Hand auf den Scheitel. Diese Stellung, wenn du den rechten Fuß unter der rechten Achselhöhle hast, hilft dir, das linke Nasenloch zu öffnen, dir eine Intuition zu fördern und dich dann zu öffnen für göttlichen Segen von oben.